Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flags. Ich muss leider hier schon starten. Und wie ich sehe, war das gerade noch rechtzeitig. Setzt jeden Zoll Segel! Siehst du ihre Panzerung? Wir verpassen hier nie auch nur eine Delle. Sie führt die spanische Flagge. Die sind nicht zimperlich mit Piraten. Oh, scheiße. Wir kommen nicht durch die Panzerung. Bereit zu feuern, Sir. Feuer! Nein! Feuer! Oh, fuck. Oh, fuck. Feuer! 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 Einholen und aufgehen! Feuer! 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 Ah, okay, von hinten ist er treffbar. Angreifbar. Feuer! Rahm und Marssegel festzurren! Ja! Feuer! Nein! Verfluchte Augen! Topf! Rahm! Marssegel! Feuer! Feuer! Die werde ich nicht schaffen. Das sehe ich jetzt schon. Sind bereit, Sir! Feuer! Soll ich so ein Schiff denn besiegen, ey? Diesmal haben sie uns! Segel reffen raus aus der Böe! Volles Segel, Bewegung! Komm schon! Jetzt! Feuer! Ja, ganz leicht habe ich sie getroffen. Feuer! Ja! Bam! Feuer! Was sie gelockert haben, als sie getroffen wurden. Vorsicht, das ist Platz! Oh shit! Vollwaffe! Komm her! Oh fuck! Bereit zu feuern, Sir! Bring die Hauptsegel in den Wind! Feuer! Feuer! Ja, erwischt! Oh, fuck. Wurden getroffen, Sir! Alter! Das macht so unnormal Damage. Segel fest, das kann ich vergessen. Alter, wie heftig. Man kann die nur von hinten treffen. Schiff in Sicht! Naja, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das ist echt zu heftig. Wo muss ich denn überhaupt hin? Von der Hauptquest her. Oder wird mir... Ah, die wird mir jetzt wegen dem Ereignis nicht gezeigt. Ja, da. Und Schuss.
Heftig. Ich will auch so stark sein. Aber wie soll man das schaffen, wenn man so... Das ist auch... Das ist echt scheiße. Hä? Ach, da. Wieso kann ich denn jetzt auch nicht schnell reisen? Wieso kann ich da nicht schnell hinreisen? Reise ich von hier aus schnell hin. Wahrscheinlich, weil da eine Cutscene irgendwie kommt. Könnte ich wetten. Also davor schon. Feuer! Vieren und Fahrt aufnehmen! Moichen! Und tschüss. Er hat mich noch nicht mal gesehen. Nein. 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 Backbord, Sir. Schiffbrüchiger. Noch am Leben, denke ich. Ja, er will wohl nicht gerettet werden. Endlich geht's weiter mit der Hauptquest. Also gleich. Dich kann ich aber retten, oder? Ja. Wunderbar. Dom da. Blow ho. Why ho. Bla 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 bla. Es dauert schon lange. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ah, Mission starten. Oh, da ist wohl ein Schiff kaputt gegangen. Captain, der hier bewegt sich noch. Wer war das? Das war ein riesiges Schiff, die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade, sagten kein Wort. Den machen wir fertig. Optionale Mission. Wachen durch irgendeine Zerstörung töten. Guten Tag, Captain. Ach so. Ich soll... Okay. Sieht schon cool aus, wie das hier so alles vergoldet ist. Ja, ein blauer Ramsporn. Sehe ich da. Ah, und das hier ist sein Boot. Und dort hinten. Na gut. An Land gibt es ja eigentlich nur eine Explosion, die man da kriegen kann. Das ist durch Fässer. Apropos Fässer. Also gleich. Kann ich denn jetzt endlich meine Pistole tragen? Ja, das müsste das hier sein. Hier. Ja, ich habe sie sogar schon ausgerüstet. Schön, schön, schön. Wieso wird mir die eigentlich noch angezeigt? Oder werden mir jetzt alle angezeigt? Nee, nur die letzte.
Ha! Hat er mich wohl nicht erwischt. Du Versager! Aber durch welche Explosion? Ah, I see. Durch diese Explosion. Geschafft. Mehr wollte ich doch gar nicht. Aber ich frage mich, wie sich das jetzt aus. Ach, der hat wahrscheinlich eine Granate geworfen, dann gab es eine Kettenreaktion. Wahrscheinlich. Ah, der jagt mich jetzt. Seh ich jetzt schon Gespenster. Oder die traurigen Überreste eines Mannes, den ich in die Hölle geschickt habe. Oh, das war eine harte Explosion. Los, komm, greif mich an. Du Weichei. Oh. Ihr habt mir wehgetan. So, weg sind sie alle. Alle futsch. Alle futsch, die futsch sein können. Hier steht auch nur hier zur Deko. Aber ich mag keine Deko. Was zur Hölle? Soll ich das denn schaffen? Ja, ich hätte wahrscheinlich hinterher springen müssen. Ah, ne. Ja, das kann ich gar nicht mehr schaffen. Ach so, das ist die Zeit. Okay. Der Weg ist versperrt, Captain. Such nach einem anderen Weg. Du bestab ich ihn trotzdem. Feuer! Sind bereit, Sir. Ihre Schwachstelle ist ungeschützt. Schießt auf dein Zeichen, Captain. So, dann komme ich eben von der anderen Seite. Er beschießt uns mit dem Mörser. Mir doch egal. Kann ich auch. Feuer! Wir wurden touchiert! Daneben! Feuer! Voraus, Sir! Ja! Feuer! Feuer! Großsegel, los geht's! Hauptsegel reffen! Bring die Haupt! So, und weiter geht's. Feuer!
Feuer! Ja, kannst du mir nicht entkommen, du Weichei. Bereit zum Feuer, Captain! Feuer! Ja, der hat viel zu schwache Sachen. Feuer! Und wieder erwischt. Feuer! Feuer! Sind bereit, Feuer! Sir! Bam, bam, bam! Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Und wieder ein weg. Arbeiten dran, Sir! Feuer! Feuer! Bam! Ich glaube, ich mach den. Nee, ich mach den kein Damage. Feuer! Der Winkel steckt noch nicht. Ja, natürlich kommt jetzt auch noch ein Sturm. Gib den Befehl, Sir! Feuer! Feuer! Edward, am Horizont tauchen Saarlinge auf. Wow. Unter britischer Flagge. Da sind spanische Schiffe. Das sind ein Schlammtest, wenn wir uns nicht beeilen. Ah, greift der nette Herr jetzt an. Feuer! Nur ein gut platzierter Schuss! Am Arsch! Auf dein Zeichen, Captain! Lehsegel einholen! Feuer! Nein, guter Treffer könnte sie lahmlegen! Rammsegel auf, Geil! Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten! Ja! Haben sie verbunden! Bam, bam, bam! Feuer! Ein wahrer Malsprung, Captain! Besser als in der Schenke zu arbeiten, oder? Feuer! Random! Wir hätten eine gute Chance! Nein, er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanonen! Noch mehr Futter für euch im Anmarsch! Sie geht gleich unter! Gegner feuert! Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Fischen, Jungs! Sie sind schrecklich nah! Mars und Topsegel! Sie feuern, Sir! Lassen wir sie Eisen schmecken! Ja. Oh, mit dem Wurf? Was? Mit dem Wurfpfeil? Okay. Und wieso klettert er jetzt da runter? Wieso klettert er nicht wieder? Er soll doch einfach nur Kreis drücken. Der Hüpfe da gehört mir! Ja, hallo, Liebe! Bei Jupiter Edward Kenway! Schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Beste von uns den Zweitbesten besingen. Sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Treibt ihn zurück! So nicht, Freundchen. Oh. Coole Aktion. Deinem Wurfpfeil, Alter. Liegen bleiben! Ja, ich muss ja irgendwie von oben da dran. An ihn. Ein frohes und kurzes Leben, wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Oh, ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward.
Die Templer? Wenn sie mich kriegen. Wenigstens haben wir eine Sache geschafft. Wow. Aber wie soll man das denn mit einem Wurfpfeil schaffen? Unnormal. Naja. Ach, und jetzt auf einmal wieder gutes Wetter. Auf jeden. Wo jumpt der denn rum? Läuft bei ihm. Ja, stimmt, wir hätten da gar nicht. Doch, Moment, wir waren noch dort. Und wieder geht die Hauptquest nicht dorthin, wo ich hin will. Ah, zurück zu den Anfängen. Ich hoffe, die Mission geht nicht gleich weiter, denn ich würde nämlich gerne einen Cut setzen, bevor es weitergeht. Und meine Hoffnungen wurden erhört. Oh, jetzt ist hier alles Feindesgebiet. Macht uns nichts aus. Aber dem Cut schon. Bis zur nächsten Folge. Ciao.